schnell, schnell. Achtung, Achtung, Blitzkrieg, auf Wiedersehen. Aus Berlin und nur für euch. Hier sind es gibt wohl kaum eine deutsche Band, die bewusst so provoziert und verstört wie die Jungs aus der Hauptstadt. Jetzt sind sie mit ihrem neuen Album Mutter und ihrer ersten Single-Auskopplung Sonne wieder da. Rammstein, Brasil, немецкая тяжелая музыка наступает. And behind me, live music from David Lynch's favorite band, Rammstein. Oh my sweet lord, it's Rammstein! Techno, goth, sex, metal isn't a musical combination one comes across every day. So when the German band Rammstein passed through New York recently, in flames, literally, we had to catch their act. Düster, düster, düsteren deutschen Soundtrack. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Guten Abend, meine Herren. So, sag mir das, was gibt's los mit der Feuer? Da gibt's Feuer in den Videos und Feuer auf der Bühne. Was ist los mit das? Es ist wichtig, dass man nicht nur was fürs Auge, fürs Ohr hat, weil das hat man auf der CD zu Hause. Aber wenn, das waren eigentlich mal so meine Erfahrung, wenn ich zum Konzert gegangen bin, wollte ich auch immer gerne noch was sehen. Rammstein. Fleischgeruch in der Luft. Die Amis mögen Unterhaltung und die mögen auch David Copperfield und Siegfried und Roy. Und insofern, wenn da so ein Siegfried und Roy-mäßiger Fuzzi kommt und ein bisschen Feuer macht, ist das was Tolles. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du bist nicht der Star. В конце прошлой и начале этой недели в Москве и Санкт-Петербурге зажигала эмблема новой объединенной Германии группа «Рамштайн». Die Jungs von Rammstein vor. Rammstein ist eine Boygroup für Mädchen, die ihre Teddybären nicht auf die Bühne schmeißen, sondern erschießen. Hallo? Halt's Maul, du Schlamm! Dann steck dir mein Sch*** in den Hals, bis das Zeug jetzt überhaupt rauskommt! Cool! Es gibt immer auch so eine harte Abteilung im Rockbereich, die dazu da sind, um die Eltern zu ärgern. Nicht wichtig, was man hört, nur wichtig, dass die anderen das zu extrem empfinden. Es hat sich einiges geändert, die Elektronik ist ein bisschen ausgereifter. Der Singsang ist etwas, es ist nicht mehr dieser Sprechgesang, jedenfalls nicht mehr so oft. Man versucht ein paar Refrains mehr zu singen, mehr schön zu singen, nett zu singen. Versuchen wir seit Jahren ein gutes Boygroup-Video zu machen. Ja. Und immer, wenn wir irgendwie ein Video machen, sehen wir hässlich aus. Wir versuchen jetzt die Effekte ein bisschen geringer zu halten als früher.
Es ist nicht wichtig, was zu machen oder viel zu machen. Es ist wichtig, nichts zu machen. Oder was zu machen, was nicht zu machen, was man sonst machen würde. Rammstein. Wer sie auf ihrer letzten Deutschlandtour gesehen hat, der weiß, sie covern die Ramones. Pet Sematary, immer wieder mal gerne. Aber ihr ahnt ja gar nicht, was jetzt in New York passiert ist. Wie sind die Erinnerungen an die Band? Im Backstage hingen die vier schwarzen Jacken und nichts weiter. Keine Kostüme, diese ganze Scheiße, die wir hatten mit diesem ganzen Licht. Die haben ihr dreckiges Tuch hinter die Bühne gehängt und ihren Westernzeichen. Hey ho, let's go. Und dann ging es los und da habe ich gedacht, so will ich eigentlich auch Musik machen oder so. On today's show, we discover the beauty of Rammstein. Den Stil haben wir gefunden, indem wir alle genau wussten, was wir nicht wollen. Liebst du auch das Celine Dion? Ah, der Titanic Song, ich mag den. Kannst du dann sagen, willst du einmal mit der Puff Daddy arbeiten? Ich würde es halt gut finden. Also, ich bin zwar kein Fan von Puff Daddy, aber die letzte Single, da gab es jetzt einen Song mit Gitarren oder so eine Hardcore-Band, die fand ich gut. Und David Hasselhoff, was ist los mit das in Deutschland? Sex ist eine Schlacht der Liebe ist Krieg. Hallo. Haben die alle ein postnatales Trauma oder was? Rammstein haben es geschafft. Danke, Bild hilft. Von Rammstein begrüße ich jetzt Paul und Flake. Schnell. Achtung, richtig. Auf Wiedersehen.
Rammstein feiern Muttertag. Fürchtet euch nicht. Mutter ist die Beste.